Meine lieben Sims 2 Freunde, seid mir ganz recht herzlich willkommen. Hier sehen wir ihn, ne? Armand Bateau, ne? Den schmucken, jungen, adretten, Multimillionär, beziehungsweise Tycoon. 20 Tage hat noch bis zum alten Knacker. Gut, der gute Mann hat letztes Mal hier ein Hausmädchen gerufen und das ist auch dringend notwendig, denn wir kriegen das hier vorne und hinten nicht geschissen. Hier ist alles voll und zugesabbert und der gute Figaro kackt und pisst uns die Hütte voll, ne? Und, ja. Auf jeden Fall kann er Treppenstolpern steigen, das finde ich schon mal gut. Was macht er denn jetzt? Okay, süße Sim ausschimpfen für Möbel zerstören. Ach, jetzt sitzt sie gerade auf dem Pott, verdammte Scheiße. Aber ist fertig, ja, hat geklappt. Ich hoffe, jetzt hat er endlich mal, kriegt er mal eine Lektion, dass er es endlich beherrscht. Ne, weil wenn der Balken, glaube ich, irgendwann voll ist, ne, dann macht das vermutlich nicht mehr, ne? Du brauchst gar nicht wegrennen, Alter, wir kriegen dich. Wir wissen, wo du wohnst. Glüsch, Glüschflag, Klupper den Arsch. Okay, er scheint es gelernt zu haben. Super, pass mal auf, dafür wirst du jetzt auch mal ein bisschen gelobt, mein Freund. Ein bisschen geknuddelt hier, ne? Spielen, ein bisschen rumtoben, ne? Oh Gott, ich glaube, die Kleine müssen wir mal nochmal ins Bett schicken. So, die ist ja, die muss ja auch gleich dann irgendwie, mal zur Schule, ne? Mittwoch um 6, der Zugbus kommt gleich. Scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht, aber, So, Herr Kollege, wann musst du wieder arbeiten? Auch heute, glaube ich, noch, ne? Dein verkackter Hubi kommt wahrscheinlich, genau. Haben wir erst Alter, was ist denn das für ein Benehmen? Du bist ein Wirtschaftsmagnat. Du bist ein reiner Titan und du bläst hier durch die Gegend. Finde ich gut. Pass mal auf, Süße, du musst jetzt auf jeden Fall direkt noch mal ein bisschen pennen gehen, so. Und, mein Freund, ne, du hast es jetzt gelernt, ne? Du wirst jetzt auf jeden Fall kauen. Jetzt weiß ich auch, warum, liebe Leute, ich bin ja manchmal ein bisschen blöd, ne? Manchmal ein bisschen, so. Klar, der braucht natürlich Kauspielzeug. Pass mal, wir ballern mal hier eins hin. Dann ballern wir dir mal. Nehmen wir mal, das war jetzt ein blauer. Hallo. Nehmen wir jetzt mal grün, packen wir mal hier hin. Man soll ja nichts mangeln, mein Freund. Ne? Hier müssen wir auf den roten, packen wir da nochmal hin, hier in das schöne Zimmer. Ne? So, das habe ich total vergessen. Der braucht ja Kauspielzeug, richtig. Was machst du denn jetzt schon wieder, Kollege? Darum hat er auch dauernd zerstört, aber jetzt hat er es auf jeden Fall gelernt. Ne? Also wie gesagt, finde ich eine coole Sache. Ja? Jetzt, wo du sagst, wo ist eigentlich dein Bett? Pass mal auf, dann wir nehmen dein Bett nochmal, auch so einen Kauknochen. Oh, hier müsste aber einen, habe ich hier einen hingelegt. Ja, da liegt einer. Das müsste einer. Müsste irgendwie schon blicken, der Gute. Ah, geht auch so an sein Kauspielzeug. Finde ich gut. Spielen. Super. Genau, call dir mal ein, ne? Was macht der gute Armand hier? Der riecht sich bestimmt auf. Schubus kommt in etwa einer Stunde. Hat sie zumindest noch ein bisschen gepennt. Nicht weltmeisterlich viel, aber ja nun, ne? Kann nicht immer gewinnen, ne? So, ah, der gute Herr Armand malt. Aber was ich geil finde, dass in so einer Nobelhütte keine Glotze steht. Liebe Leute, das feiere ich ja total. Ihr wisst ja, ich gucke keinen Fernsehen, ne? Das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich amtliche Geschichte. Und, ne, sind wir schon mal, haben wir uns schon mal gelangweilt? Ne? Wahrscheinlich nicht ein einziges Mal, ne? Man kann auch ohne Fernsehen glücklich sein. Glaub's mir, Freund, ich mache das schon jahrelang. Gut, ich meine, ich bin YouTuber durch und durch. Ich gucke viel YouTube, das ist schon richtig, aber, ne, Fernsehen brauche ich nicht. So, Tara pennt, der gute Figaro ist sich auf jeden Fall kräftigstens ein am Kauen, ne? Was ist das, die Rechnung oder was ist das? Das ist die Zeitung. Die könnten wir dann ja auch mal abbestellen, ne? Was kann man mit der Zeitung denn eigentlich so machen? Hier, sag mal, was kannst du? Neues Zuhause recyceln, Kreuzworträtsel, Tierjob finden, Wetterbericht ansehen, Mitbewohner suchen, Job suchen. Nee. Warte mal, ach, der malt. Wir lassen ihn erstmal ein bisschen malen, ne? Vielleicht hat er, ich höre das Quietschen dauernd hier von Figaro. Ja, so ist gut, ne? Das habe ich, tut mir leid, mein Freund, habe ich irgendwie echt Fahrgemeinschaften, nennen die das. Das ist eine Lärmbelästigung sondergleich mit einem verkackten Hubschrauber hier, genau. Hat einen Punkt gemacht, das finde ich super. Gleich sollte auch das Zimmermädchen da mal kommen, ne? Oh Gott, der Bus da, Süße, du musst zur Schule. So leid es mir tut, du musst hin. Auch mit leerem Magen, ich weiß, ist nicht gut, aber nun, du bist eine gute, aus dir wird eine super Musikerin, vertrau mir. Wir können ja den Tara zur Not auch irgendwie ins College schicken, ne? Das können wir ja theoretisch auch machen. Was ist das hier? Tod entrinnen. Das sind mal ganz komische Wünsche, die zum College gehen, okay? Okay. Herr Kollege, du bist noch da, du malst noch, okay? Was ist jetzt hier? Vier Herbsttage noch, okay? Kommt dann bald der Winter oder wie läuft das dann? Winter?
Frühling. Was ist denn eure liebste Jahreszeit? Würde mich mal interessieren. Also ich bin ja so ein Frühlingstyp. Eigentlich, ja, im Frühling finde ich so das Wunderschöne, dass dann alles anfängt. Dann steht alles in den Startlöchern und man hat alles noch vor sich. Ne? Sommer ist gar nicht so unbedingt meins. Herbst ist wunderschön. Jetzt von den Farben her finde ich Herbst super toll. Und ja, ich liebe das auch, aber es ist trotzdem auch ein bisschen Wehmut im Herbst, weil dann geht das Ganze irgendwie den Bach runter und dann zu Ende, ne? Aber die Zeit dazwischen ist schon wirklich sehr schön. Dann kommt der Winter, hier kommt gerade der Hubschrauber, der wieder einen Krach für 100 macht, ne? Und ja, meckert auch hier, ne? Jochen, oder wie heißt der Jochen? Da fliegst du einfach mit, also wenn ich da, ne? Ich würde einsteigen und mitfliegen. Ich sag, Junge, ne? Wenn du schon jeden Tag Krach für 10 machst, ne? Dann würde ich auch mal eine Runde mitfliegen, ne? Ja, und denn der Winter, ne, ist nicht ganz meins. Wenn es nicht schneit, ist das okay. Wenn es schneit, ich bin halt Fahrradfahrer. Ich fahre halt sehr, sehr viel Fahrrad, ne. Ich habe einen tierisch langen Fahrradweg und das kann ich nur bedingt machen, wenn es schneit. Deswegen, aber, naja, ich bin halt ein Frühlingstyp, ne. So, kommt er da raus oder wo kommt er raus? Süßer, bist du schon in der Penne? Du bist schon in der Penne. Gut. Der Kollege, ne, geht jetzt gerade mal zur Arbeit, ne. So. Figaro ist alleine, ne? Mach keinen Scheiß, Alter, ne? Oh Mann, das Ding macht ganz schön leer, ne? Was machen wir jetzt? Können wir hier ein bisschen Unfug einstellen? Ach, das ist der Hausmeister. Der schmeißt zumindest jeden Tag die, die Zeitung weg. Das finde ich gut. Ja gut, der Figaro kaut sich ein. Heb endlich ab mit dem verkackten Hubi, das Ding macht Rabatz für 10, ey. Wo ist denn der Kollege? Ist er immer noch unterwegs oder was? Ja, dann ist er irgendwann weg. Kann ihn nicht mehr verfolgen, ey. Tolle Scheiße. Aber egal. Macht immer noch Krach hier. Oh, ist das das Zimmermädchen? Was? Hier quatscht doch einer. Ah, da kommt das Zimmermädchen. Endlich mal ein Zimmermädchen. Super. Wir hatten ja unseren Butler bei den, ne, Kuddelmuddels, ne, der immer reinkam mit Digga Digga, ne? Den fand ich auch super. Ne? Dieses Digga Digga finde ich ziemlich klasse, aber ein richtiges Zimmermädchen ist doch noch was anderes als so ein Zimmerboy, ne? Weiß ich nicht. Wo ist denn die Lady? Was macht die jetzt vor allem? Die wollen wir ganz genau beobachten hier. Wo ist die Dame? Heulte einer? Was bist denn du hier am Abrammeln, Kind? Habt ihr euch gestritten? Gut, Vlade. Wer wir sehen? Wer wir sehen jetzt? Sei mir. Deswegen Holze, deswegen, ja gut, ich meine, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, Streichespiel. Ja, gut, wir einen Furzstreich haben wir auch schon gemacht, ne? Freunde, verzeiht mir das. Fand ich gut. Okay. Wir gucken jetzt meine Dame hier ganz genau auf die Finger, ne? Schönes Bett übrigens. Ne? Super geile Sachen haben die ja. Es ist schon echt sehr, sehr nobel. Wie heißt du, ne? Andrea Schein. Okay. Finde ich gut, Andrea, ne? Erinnere ich mich noch dran, als ich das früher gespielt habe, ne, als das rauskam damals. Ich hatte ja irgendwann vom Kumpel, habe ich ja mal erzählt, so eine Kopie und, ne, nicht ganz legal, aber, ne, wir haben es gezockt. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich die auch mal in irgendeinem Spiel geheiratet habe. So, okay, das Klo ist sauber. Mal ganz kurz gucken. Also nicht ich habe die geheiratet, ne, sondern mein Sim. Ihr wisst schon, wie ich das meine. So, und jetzt hier, genau. Ne, mal gucken, ob das müsste sie eigentlich auch aufräumen. Na, ihr hättet natürlich ganz schön was zu tun, ne. Rüsch, was haben wir eigentlich an Kohle? Kohle 32. Ich habe nie Gedanken drum gemacht um die Kohle. Brauchen wir ja auch Gott sei Dank nicht. So, was macht sie jetzt hier? Okay, Figaro entspannt eine Runde, ne? Wir gucken ganz genau, was Frau Schein so macht, ne? Nicht, dass es irgendwie mehr Schein als sein ist, ne? Muss ja schon so sein Grund und Hand und Fuß haben, ne? Okay, da steht noch ein bisschen Essen auf dem Boden. Gucken wir uns auch an. Okay, macht schön Herd sauber, ne? Finde ich gut. Das räumt sie ab, ne? Sauber, gute Sache das, ne? Ja, den Teller holt sie ja auch noch kleine, ne? Ja, Frau Schein macht auch schön die Theke nochmal sauber, ne? Ja. Macht einen guten Eindruck hier, ne? Frau Schuh, ne? Frau Schein macht, ist auf jeden Fall amtlich. Ja. Teller? Perfekt, wenn du den noch holst, ne? Kannst du bleiben. Ah, das ist natürlich eine Spielmaschine, das ist natürlich eine coole Sache, ne? Ja, ich glaube, den holt sie sich auch noch. Die Kleine ist auf jeden Fall gut. Super. Finde ich Torte, ne? Torte finde ich Knorke, ne? Irgendwie, ne? Na, Kollege, entspannst du eine Runde?
Figaro, hast mir schon echt Sorgen gemacht, dass du nicht gefressen hast. Aber dass du aus den Napf nicht frisst, liebe Leute, das kann ich nicht nachvollziehen. Was ist das jetzt hier? Wo was passiert hier was? So, ah, kommt der Typ schon wieder? Ne, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach, der ist bei der Arbeit. Zam. Gehst du wieder? Ich glaube, sie geht wieder. Ha. Figaro, jetzt sind es nur noch wir beide. Mal gucken, was im Haus da so los ist. Aber ich kann dich ja nicht steuern, verdammte Scheiße. Ich kann dich ja nicht steuern. Hier war auf jeden Fall gerade einer mit einer Wasserbombe. Das hättest du sehen sollen. War auf jeden Fall ziemlich cool, ne? Ich kann den nicht hier... Bei den Sims 3 fand ich das gut. Da konnte man hier schon steuern. Da konnte man hier dahin schicken, hier hinschicken, ne? Das geht hier nicht. Hier gibt es zwar einen Cheat dafür, aber ne, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie zu cheaten. Also, ne? So, das gute Tara-Kind ist wieder da, ne? Und... Ich glaube, ich habe gar keine Hausarbeiten gemacht, ne? Die war doch gestern schon zur Schule, ne? Habe ich gar nicht gemacht. Scheiße. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ich gehe mal nach. Mal gucken, wo sie die hinlegt. So. Gemeinsam mit der Landrat GmbH können die Firma einen internationalen Seehafen bauen. Dies würde bedeuten, dass neue Handelswege und in anderen Regionen erschlossen würden. Zudem könnte die Ware schneller transportiert werden als im LKW. Andererseits wäre es auch möglich, zusätzliche LKWs anzuschaffen, um größere Mengen zu transportieren. Seehafen bauen, LKWs kaufen. Wenn ich jetzt wüsste, was der macht. Landgrab. Wir bauen mal den Hafen. So, aber mit solchen Mitgliedern des Joint Ventures die Stadt Grundstücke zu kaufen, zur Käuferöffnung bekannt wird, legen Umweltaktivisten Studien vor, deren Kanarienvögel sitzen. Oh Gott. Amant steigt die Karriere. Da habe ich noch nie Glück gehabt. Mit den Dingern habe ich noch nie Glück gehabt. Da habe ich immer eine Scheiße gegriffen. Mit Heinkuddelmuddel ja auch. Der ist ja sogar mal rausgeflogen, ne? Der hat jetzt natürlich nur irgendwie, ne? Was verdient dann jetzt? Moment, wir müssen jetzt erstmal, 1400. Der hat gerade fast 1000 Euro, Dollar. Ja, Bruder. Okay. Na gut. Dann sind wir diesen Hubschrauber-Scheiß wenigstens los. So, okay. Wo packt sie jetzt die Hausarbeiten hin? Ach, da liegen schon welche. Gut, dann mach die mal gleich. Zum Machen. Kramnupla? Nakasipi? Huh? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du die nicht machen kannst, weil du da keinen Stuhl hast, oder was? Okay. Wo ist Figaro? Der liegt da noch. Mal sehen wir den Hubschrauber-Quatsch wenigstens. Da haben wir natürlich auch weniger Kohle, ist schon richtig, aber das war natürlich eine krasse Degradierung, ne? Eben kurz... Hier, deine Tochter will was von dir. Wer bist denn du? Ach, das ist der Kraft. Batschi, Batschi, genau, super. Aber wieso setzt sie sich da nicht hin? Die gehören was das... Ja, ja, nun. Okay, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du jetzt hier keine Hausarbeit machen kannst. Mach das wie alle Sims am Boden. Hier, wir brauchen Geld, müssen eh sparen. So, jetzt nochmal hier. Wir noch mal gucken hier. Hier, Hausarbeiten machen. Sag mal, ey, willst du mich verarschen? Kann ich die wegpacken? So. Süße, jetzt aber nochmal. Hallo. Das habe ich ja nicht ganz verstanden. Aber wir haben da noch in ihrem Inventar, müsste doch eigentlich der Computer noch stehen, ne? Genau, ballern, ballern. Wow, das ist ja ein cooles Teil. Wow. Ich meine, der alte war bestimmt poppiger, aber mir doch egal. Den kannst du nicht weitermachen. Loschka! Loschka? Ja, es hör auf zu heulen, Alter. Es war eine falsche Entscheidung, ne? Drastisch eigentlich. Ich weiß, es ist schon gemein, aber es ist nicht zu ändern. Hilft deiner Tochter. So, jetzt müsst ihr es aber hinkriegen, oder? Geht auf den Bumm, wieso geht es eben nicht? Verstehe ich nicht. Komm, setz dich einmal. Okay, er steht, Junge. Okay, mach das im Stillen. Sabakocha, was macht unser Figaro? Der dreht sich schon wieder im Kreis. Hunger, wieso? Ich verstehe es mit dem Hunger, das tut mir... Ich verstehe es nicht.
Geht aber schnell, ne? Wie wird das? La Chonda. Calachonda. Was hat sie jetzt eigentlich für Noten? Ganz kurz mal gucken. 1 plus, okay. La Chonda. Kochen kann sie, Mechanik hat sie ein bisschen. Logik hat sie ein bisschen. Okay, wir müssen nochmal irgendwann. Das können wir jetzt immer direkt machen. Können wir hier eigentlich kaufen? Ganz kurz mal gucken. Kaufen, 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 kaufen. Genau, einen Schachtisch möchte ich ganz gerne mal kaufen. Einen Schachtisch. Wo stellen wir den mal hin? Wo stellen wir den mal hin? Also, können wir den hier? Passt das dann überhaupt? Nicht, dass er dann hinterher nicht mehr durchkommt, dann rumheulen. Hey, ich komme da nicht mehr durch und so, ne? Okay. So, ballern wir da mal einen Stuhl hin. Moment. Zum Stuhl. Oh, die sehen natürlich poppig aus, ne? Zum. Ne, Dekadenz macht Lenz, habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Ja, super. Okay. So. Okay. Komm, kannst du machen, da kommt, ne? Figaro frisst mal ein bisschen was, ne? Was macht die kurze jetzt? Gut, wir haben noch eine Hausarbeit, die müssen wir einfach sich auch noch machen. Sie brauchen jetzt erstmal ein bisschen Spaß, ne? Und wir brauchen jetzt erstmal ein kleines Break, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt ein paar Folgen aufgenommen, ne? Warte jetzt mal ab, was ihr da so drauf reagiert, wie ihr darauf reagiert, wie es euch gefällt, ne? Und ja, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier gibt es auf jeden Fall noch super viel zu entdecken und ja, verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Haltet die Wacker, ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45. Tschö.